Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme der Witcher Teil 3. Und wie wir sehen, sieht unsere Rüstung ein wenig anders aus. Hat jetzt ein bisschen Rot drin, kein Grün mehr. Und noch was ganz anderes, das Menü sieht auch extrem anders aus irgendwie. Zum Beispiel hier auch Charakter. Hm? Ich nehme mal an, weil heute ist der 30. glaube ich, genau. Blood and Wine sollte jetzt auch kommen irgendwann. Entweder ich habe gerade runtergeladen, 2,8 Gigabyte Patch für das Spiel. Das könnte Blood and Wine sein. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Wenn nicht, dann ist es bestimmt so eine Art Vorstufe auf Blood and Wine. Und ja, ne? Genau, wir haben einen Punkt, den wir verteilen können. Sehe ich gerade? Was ist das hier? Ach, das ist nicht ausgerüstet, okay. Ja. So, Fertigkeit verbessern. Ja, gut. So, wir sind Stufe 37. Scheinbar ist das Höchstlevel, so wie es aussieht. Weil Erfahrungspunkte stehen bei 2000 von 2000. Ich weiß nicht, ob da nochmal was kommt. Ach, das sind jetzt die, die wir noch nicht gemacht haben. Ah, cool. Jetzt werden alle ausgefiltert, die wir noch nicht gemacht haben. Bereits hergestellt. Genau, bereits hergestellt zeigt. Ach, hätte ich eigentlich lange mal machen können. Bei das passt auch, ja. So, Bomben können wir auch noch machen. Hier, verbesserte tanzende Sterne und verbesserte Sammlung. Sehe ich gerade. Kann man mal machen, ne? Irgendwas. Haben wir noch neue Quests, Tränke, Öle. Geht auch alles noch nicht. Aber zum Beispiel das Krabbspinnen absolut könnten wir machen. Wobei ich mir denke, wir brauchen das Krabbspinnenzeug für irgendwas anderes. Das hebe ich noch auf. Eröffnungsbrei. Okay. Wie wär's mit einer Immobilie? Sesam, öffne dich. Attraktive Hypothekenkonditionen einräumen. Es gibt keine attraktiven Kreditkonditionen, Wimmel. Auch nicht in kuvirischer Mark? Es dauert wohl noch, bis sie anfangen. Wimmel, dies ist ein Bankett. Ja? Und? Ich hasse Bankette. Deppendialoge, winzige Portionen, Getränke, die nach Pisse schmecken. Ach, so schlimm wird es schon nicht. Lass mich dir meine interessantesten Partner vorstellen. Die alte Glucke dort ist Gräfin Lignole. Mit der hattest du bestimmt viel zu reden. Der Scheißer in der Ecke heißt Hilbert. Neureich. Hat mit Gwind ein Vermögen gemacht. Ah, und der da ist Kunsthändler Jaromir. Ein arrogantes Arschloch. Aber mit Gemälden kennt er sich am besten aus. Na, sollen wir mit jemandem reden? Es ist unpassend, hier zu stehen wie die Ölgötzen. Herrlich. Okay, triff Vivaldis Freunde, machen wir doch mal. Fangen wir mal mit hier, riech mal. Hier riecht der Gräfin an. Hier riecht es nach Geld. Die ehrenwerte Gräfin. Madame, darf ich vorstellen? Mein lieber Freund, Gerald von Riva. Hexer der Wolfsschule. Verzeihung. Hatten wir das Vergnügen schon? Nein, aber deine Gilde ist unverkennbar. Das Medaillon. Jawohl, Geralt. Gräfin Mignole ist eifrige Sammlerin von Veduminalien. Was? Alle Arten von Gegenständen, die mit Hexern in Zusammenhang stehen. Schwerter, Ausrüstungsteile, Medaillons. Okay. Gucken wir doch einfach mal, was sie so hat, ne? Darf ich fragen, wie wir Monsterschlechter zu der Ehre deines Interesses gekommen sind? Ich habe einige angenehme Assoziationen aus meiner osofernen Jugend. Sag sowas nicht, Gräfin. Du siehst einfach umwerfend aus. Sehr freundlich, Meister Vivaldi. Aber zu Hause habe ich nicht nur Veduminalien, sondern auch noch ein paar Spiegel. Was ist denn dein wertvollstes Objekt? Ein antikes Rüstungsstück. Wolfsschule, 1234. Ein Klassiker. Wird es versteigert? Leider nicht. Es ist ein Andenken von großem persönlichem Wert. Aber vielleicht hat die Gräfin noch andere Hexerdevotionalien, von denen sie sich trennen würde. Ich würde bescheidene 5% Transaktionsgebühr berechnen. Wir gucken uns mal an, was es so hat. Wimmel, ich kenne niemanden, der sich so geschickt die Moneten anderer Leute krallt wie du.
Aber was soll's? Vielleicht kriegen wir einen Handel zustande. Gucken wir doch mal. Ist doch so, doch sehr Schema-Vipern-Rüstung. Benötigt Stufe 39. Ja, hol mir doch. Habe ich nicht gesagt. 329, ganz ehrlich. Ich bin doch geneigt. Das eine oder andere. Ach, guck mal, das haben sie jetzt auch so schön. Okay, aber die gibt mir nicht viel dafür für das ganze Zeug. Da kann ich mehr rausholen. Zum Beispiel zierige Rüstung. Da hat mir schon jemand mehr geboten, ja. Nee, gut, okay. Die Vipernrüstung würde ich eigentlich gerne mitnehmen. So, was haben wir hier? Überlegener Schneesturm. Überlegener tanzender Stern. Überlegene Katze. Überlegener Vollmond. Überlegener Donner, überlegener Waldkauz, überlegener goldener Perol. Ja, die kosten alle nicht... 701, okay. Na gut, egal. 71, 71, 71, 71, 71. So, meine Liebe, hast du gut Kohle an mir gemacht. Kann ich hier sonst noch irgendwas verkaufen? Oh, guck mal, alles so schön geordnet, ey. Plötze. Plötze, Krabbspinnentrophäe 35, ne. Warte, halt, hier. Sonstiges, ja, ein paar Briefe. Komm, weg. Weg. Das auch. Dann ist es weg. Brauchen wir eh nicht mehr. Okay. Schon gelesen. Na gut. Okay. Vielen Dank. Hier. Hat die Gräfin heute etwas Bestimmtes ins Auge gefasst? Nein, aber laut Horst Borsody kommt etwas unter den Hammer, was mich interessieren dürfte. Er hat wohl nicht gesagt, was es ist? Nein, du kennst ihn doch. Ein wandelndes Rätsel. Übrigens, Meister Geralt, würdest du wohl einer Dame in Not helfen? Kommt auf die Art der Not an. Oh, es ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe gerade einen Ohrring auf dem Balkon verloren. Ich kann ihn nicht finden. Vielleicht ist er durch die Dielen gerutscht. Ob du mit deinen Katzenaugen... Wir gucken mal. Ach klar. Kein Problem. Ich sehe mal nach. Ich bin dir sehr dankbar. Bis gleich dann, Wimme. Okay, am Balkon musst du da draußen sein, oder? Verschütteter Wein, sonst nichts. Wie? Will uns jemand vom Balkon schmeißen? Würde mich nicht wundern. Hier gibt's gar keinen Ohrring, oder? Nein. Vielleicht möchte die Gräfin erläutern, was das soll, ohne zu scherzen. Vergib mir, ich... Götter, ist das peinlich! Kennst du Wesemir? Ein bisschen kleiner als du, mit Schnurrbart. Kennen? Der hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Was? Wie geht es ihm, wenn ich fragen darf? Ja. Natürlich darfst du. Doch bevor ich antworte, wüsste ich gern, wie gut ihr euch kanntet. Oh, das habe ich nie jemandem gesagt. Niemals. Aber dir schulde ich wohl eine Erklärung. Es war im Winter 1234. In Ochsenfurt trieb eine Bestie ihr Unwesen. Ein Flatterer, glaube ich. Es wurde ein Auftrag ausgeschrieben und ein Hexer erschien. Wesemir. Von der Wolfsschule. Auf der Spur des Monsters kam er bei uns vorbei. Wir sahen uns an, ein Funke sprang über. Ich schrieb ihm eine Nachricht. Meine Zofe brachte sie ihm. Im Schutze der Dunkelheit besuchte er mich, Nacht um Nacht, bis mein Vater irgendwann etwas hörte. Wesemir musste so schnell fliehen, dass er seinen Gambeson zurückließ. Ah, das erste Stück der Sammlung, also. Ja, aber auch das Ende unserer Liebe. Vater ließ einen Haftbefehl ausstellen und verheiratete mich sofort. Ich hatte Glück. Mein Mann starb jung und hinterließ mir ein Vermögen. Und so lebe ich von Erinnerungen.
Naja, gut. Leider habe ich keine guten Nachrichten für dich. Ich wünschte echt, ich wäre früher gekommen. Aber naja. Ich habe schlechte Nachrichten. Oh? Bitte sag mir, starb er wenigstens wie ein Hexer? Nein, er starb wie ein Held. Das war's also. Ich danke dir für die galante Toleranz gegenüber einer alten Irren. Sag sowas nicht. Ich bin alt und reich. Ich darf sagen, was ich will. Und nun, sei so gut und überlass mich meinen Gedanken. Ich werde wieder hineingehen. Ach, die tut mir leid. Die tut mir echt leid. Ich hasse es, schlechte Nachrichten zu überbringen. Absolut. Oh, wir haben schon wieder. Ah ja, Tatsache. Schön. Was geben wir denn jetzt? Wir haben eigentlich alles ausgemaxt hier. Oh, dann gibt's vielleicht hier noch irgendwas, was wir machen könnten. 5 von 5, 3 von 3, 3 von 3, 3 von 3. 3, 3, 3, 3. Was nehmen wir denn davon eigentlich nicht her? Quentzeichen nehmen wir doch häufiger mal her. Das Axi-Zeichen eher seltener. Täuschung. Axi-Dialogen nehmen wir doch recht häufig her. Hier, Rüstungsschmelze. Ich glaube, Igni haben wir in letzter Zeit echt selten hergenommen, ne? Die magische Falle, die benutzen wir wirklich selten, komm. Dafür könnten wir eigentlich Quen-Intensität etwas erhöhen. Oder aber Kampf wäre eigentlich auch nicht dumm, wa? Was haben wir denn hier noch so Schönes? Verkrüppelnde Schläge. Das ist doch was Feines. Schnelle Angriffe haben jetzt auch einen Bluteneffekt, durch den der Gegner 25 Vitalitäts- oder Sense-Punkte pro Sekunde verliert. Wirkdauer 5 Sekunden. Aha. Verringert die gegnerische Schadensresistenz um 5%. Bin mir nicht sicher, ob wir sowas brauchen. Tödliche Präzision. Jeder Adrenalin-Punkt fügt der Chance auf sofortiges Töten des Gegners 1% hinzu. Der Effekt kann höchstens alle 15... Na, okay. Brauchen wir nicht unbedingt. Lähmender Treffer, kritische Treffer mit der Armbrust, naja. Flut des Zorns, beim Wirken der Zeichen. Vom Zeichen werden 3 Adrenalinpunkte, falls verfügbar, verbraucht, um das Zeichen auf der höchsten Stufe zu wirken. Alle Boni werden freigeschaltet und die Zeichenintensität um 25% zu steigern. Hört sich eigentlich schon ganz geil an, ne? Haben wir hier Klingenfokus? Wäre eigentlich auch nicht blöde. Ach Gott, da gibt's so viel, was gar nicht blöde wäre. Kaltes Blut. Naja, Bolzen benutzt man. Also Armbrust benutzt man eigentlich eh selten. Achso. Was haben wir hier? Was haben wir hier noch? Konter. Na, Konter will ich nicht. Puh. Was machen wir da? Gut, hier lohnt sich fast nicht. Haben wir hier noch was Feines? Eigentlich auch nicht, wahr? Jede Menge Mutagene. Also ich sag mal, schneller Angriff wäre eigentlich echt nicht dumm, weil wir das häufig benutzen. Dagegen könnte ich den... Das hier, das dauert eh viel zu lange, um es zu wirken. Pass auf, dann packen wir das hier mal raus. Was mache ich denn? So, entfernen. Und skillen das hier, verkrüppelnde Schläge. Das ist ja auch bloß so, so der Anfangsschaden von dem Ding, ne? Genau, das wird dann noch bösartiger. Okay, ich frage mich, ob der Bluteneffekt immer eintritt.
Schauen wir da mal. Herzog Kleubert hat doch Bankrott erklärt. Und dann dieser. Hallo Hilbert. Hilbert, es ist Jahre her. Darf ich vorstellen? Gerald von Riva. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Wie steht's? Das Auge auf Glitzerkram geworfen? Eigentlich nicht. Ich kaufe, was mir gefällt. Etwas Prächtiges für die Wände könnte ich gebrauchen. Nilfgaard, stimmt's? Wie bitte? Dein Gwind-Kartensatz. Nilfgaard, nicht wahr? Gib's schon zu. Ja, hat's tatsächlich erfasst. Das ist, glaube ich, der einzige Satz, den ich so weit vollständig habe, dass ich damit ein Spiel machen könnte. Du hast mich durchschaut. Ha, wusste ich's doch. Du siehst nicht aus, als würdest du ein Unentschieden akzeptieren. Du musst wissen, Hilbert. Gerald hier ist ein Spitze. Nein, nein, eigentlich nicht. Spitze? Es dauert noch, bis die Auktion beginnt. Knuff, knuff, zwinker, zwinker. Wie wär's mit einem Ründchen? Vielleicht ein andermal. Bedauere. Ein andermal vielleicht. Na schön. Ich geh was essen. Ach ja, Obacht bei diesen kleinen schwarzen Kugeln. Die sind nicht geheuer. Er verschmäht Kaviar vom kovirischen Stör. Perlen vor die Säue. Komm, Gerald, quatschen wir mit jemand anders. Okay. Bleibt da noch nicht mehr viel. Stötterin. Ich kenne dich nicht. Wünsche ich auch nicht. Jaremor, gucken wir mal, was der so zu sagen hat. Jaromir. Dürfen wir mal kurz stören? Hallo Vivaldi. Wer ist das? Gerald von Riva, Hexer. Ich dachte, dir wäre vielleicht nach einem Schwatz über die Bilder, die heute verhökert werden. Sind wir also auf Profitpirsch? Wie immer. Wirf du mal mit deinen Steinen. Du lebst von deinem Gemäldehandel auch nicht übel, mein Freund. Stimmt. Aber sie erfreuen meine Augen, während sie für dich nur Wechsel sind. Du interessierst dich nur für kulinarische Künste. Und du, Hexer? Weißt du irgendwas über Gemälde? Ein bisschen. Ich glaube, das kann man sagen. Angesichts meiner rohen Visage unglaubwürdig sein, aber ein bisschen was weiß ich. Wirklich? Mal sehen, was. Oh, wusstest du, dass unser Freund Vivaldi im Besitz von 5 Werken van der Knobs ist? Dabei kann er sie nicht von Landschaftsbildern für 5 Kronen pro Stück unterscheiden. Das leugne ich auch gar nicht. Doch für dich, mein lieber Hexer-Connoisseur, dürfte das ja das Geringste sein. Also sag uns, welches dieser Werke ist von Edward van der Knob, dem Meister aus Maribor? Eigentlich hat das ja gerade eben, glaube ich, schon gesagt. Müsste das Landschaftsbild sein. Nehme ich mal an. Ich glaube, die ländliche Szene. Inkorrekt. Aber ich hätte mir denken können, dass dein bäuerlicher Blick in die ländliche Heimat schweift. Leb wohl. Okay, irgendwie haben wir uns, glaube ich, nicht viel Freunde gemacht. Trottel. Ach, scheiß auf ihn. Typischer Adelspimmel. Man gewöhnt sich dran. Typischer Adelspimmel, herrlich. Okay, warte, bis die Auktion beginnt. Verehrte Damen, werte Herren, die Auktion beginnt in Kürze. Bitte Platz nehmen. Ach, endlich. Komm mit nach vorne, sonst sehe ich nichts.